Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, heute war ja internationaler Hyperwarntag, also nicht Hyperwarntag, sondern überhaupt internationaler Warntag hier im Dorf, kann ich euch sagen. Gab es einfach mal gar keinen Alarm, deswegen wir Dörfler müssen uns die Nina Warn App runterladen, die auch nicht so richtig funktioniert hat. Und jetzt circa so eine halbe Stunde, nachdem eigentlich schon die Entwarnung war, glaube ich, die war irgendwie schon wieder um 11.20 Uhr, gab es dann doch mal eine Benachrichtigung. Aber hier im Ort bei der kleinen örtlichen Feuerwehr haben wir vor Jahren schon feierlich die letzte Sirene hier abgebaut. Ihr wisst, die Feuerwehr feiert einfach alles und das sollte das Ganze hier nur signalisieren, dass kein Alarm ist hier im Dorf, sondern alles ganz normal weitergeht. Leute, die Liga ist vorbei. Erstmal das Lager hier wieder verschieben, wo es eigentlich hingehörte. Ich glaube, das war hier. Und wir ziehen mal ein kleines Fazit hier. Also ich bin hier im Clan Free-to-Play, das seht ihr. Ich springe einfach ein bisschen rum. Und ich wollte gerade sagen, zeige euch noch überall einen Angriff. Aber Liga erstmal vorbei, kein Alarm mehr. Alarmmäßig ist die Liga hier immer. Im Clan Free-to-Play kann ich euch sagen, haben wir super, super abgeschnitten. Keine Frage, habt ihr schon in der Woche gesehen. Wir sind Erster geworden, damit sind wir aufgestiegen. Mit beziehungsweise der Zweite steigt ja auch in der Liga auf. Mit über 100 Sternen mehr als der Zweite. Und obwohl, ihr habt das ja gesehen in der Woche, wir die vermeintlich schwächeren Rathäuser hatten. Aber unsere Gegner haben halt nicht so häufig angegriffen. Und ihr seht hier unten mit 34 Sternen, das waren höchstens so 2-3 Stück. Ich muss gestehen, ich kann euch nicht wirklich was aus diesem Clankrieg hier zeigen, was sehenswert ist. Muss ich einfach mal so sagen. Ich gehe trotzdem mal kurz rein. Unsere Nummer 1 auf die Nummer 2. Denn die Base ist hier, das war noch ein 11er. Ich glaube ab der Base, weiß ich gar nicht, 4, 5 oder so, waren das ausschließlich nur noch 8er, 7er, 6er. Und deswegen, ich sag mal so, ich will jetzt nicht sagen, lohnt es sich nicht, hier irgendwas zu zeigen, sondern es ist dann eher, wie soll man sagen, also es war nicht rühmlich, so will ich es mal sagen, es war nicht rühmlich. Aber nichtsdestotrotz hat jeder noch mal ein paar Sterne gemacht hier und dementsprechend gab es hier natürlich auch Bonusverteilung. Die habe ich dann mal vorgenommen. Kurz und schmerzlos Bonus verteilen ist eigentlich nicht ist nicht so wirklich mein Ding, muss ich dazu sagen. Und das kommt jetzt so lange, wie wir noch keine Liga gestartet haben. Sehr, sehr schick. Und ich würde sagen, wir springen mal in die anderen Clans rein, beziehungsweise beim Clan, wo ich mit Thorsten drin war, also mit dem Rathaus 13er, sind wir, glaube ich, 5. oder 6. geworden. Ich meine, in Champ 3. Ich habe am letzten Tag auch noch mal einen Einsterner hingelegt. Das war sicherlich auch noch mal ein bisschen dusselig. Aber ist nicht so schlimm. Ich wechsle jetzt eben mal das Dorf auf den Avatar und dann gucken wir einmal in den Clan Deutschland Ad rein. Da. So, hier sind wir im Clan Deutschland Ad. Und hier hat sich das Ganze auch schon geleert. Ich habe auch hier den Bonus schon verteilt und auch hier sind wir aufgestiegen. Vielen Dank an die beteiligten Personen hier. Mit 7 Siegen hier konnten wir hier auch die Woche abschließen. Fast 10.000% Zerstörung. Also auch hier sieht man fast 2.000 mehr als der Zweite. Und auch hier nicht ganz 100 Sterne, 98 Sterne waren es. Also auch hier sehr, sehr schick. Und auch hier war es aber auch nicht, war es auch nicht so wirklich schwer, muss ich sagen. Ich muss jetzt eben mal gucken, wen ich mir hier eigentlich rauspicken könnte. Könnte. Libertas. Ja, das ist. Was willst du machen? Was willst du machen, Leute? Ja, 2 auf 2, 13 auf 11. Und Gegner hat ja letztendlich auch nicht mehr oder so gut wie gar nicht angegriffen hier von den Dark Wizards. Der Giovanni hier. Aber gut, es gibt sicherlich auch Clans. Manche haben das auch schon mal in die Kommentare geschrieben. Warum treten solche Clans überhaupt an? Machen keine Angriffe und so weiter. Es gibt auch Clans, Leute, die wollen absteigen. Die wollen absteigen, weil sie selber wissen oder weil sie gemerkt haben, in der Liga, wo sie womöglich
drin aufgestiegen sind, wird es ein bisschen zu schwer. Das werden wir vermutlich jetzt beim kleinen Free-to-Play merken, dass wir in der nächsten Liga es noch ein kleines bisschen schwieriger haben. Denn wir werden ja in etwa wieder mit den gleichen Rathausstufen starten, also 11, 10, 9er, 8er. Ich glaube, unten haben wir zurzeit keinen 7er. Und wir nehmen aber ab Level 7 beim Clan Free-to-Play aber auf. Und dementsprechend wird das, wie gesagt, nicht einfacher. Aber in 4 Wochen, da sieht die Welt auch wieder ganz anders aus. Denn in der nächsten Liga im Oktober wird die dann ja erst sein. Glaube ich, ne? Ja, wird erst im Oktober sein. Wird natürlich dann der ein oder andere wieder etwas bessere Helden haben und oder vielleicht sogar ein ganz anderes Dorf. Also Rathausstufe steigt auf hier. Und so sah das aber hier aus. Also auch, denke ich mal, nett gemacht hier. Und damit Glückwunsch und vielen Dank an die, die hier geholfen haben. Ich muss mal eben gucken. Das war Bellona und Libertas. Dann Adai, die sind alle dann beim Clan Herausforderer und die sind jetzt auch schon wieder drüben und da gehe ich jetzt auch wieder hin. Denn ich will natürlich auch mal gucken, was die Jungs dort machen im Clan. Herausforderer, die sind nämlich noch in der Liga, soweit ich weiß. Die sind noch in der Liga. Ich muss mal eben jemanden laden, der mich einladen kann. Also hier gehe ich jetzt erstmal raus und ich Co-Leader. Ich muss nur zusehen, dass hier noch immer noch ein Leader bleibt. Aber ich glaube, Bender hält hier die Fahne oder die Flagge hoch. So, jetzt muss ich hier mal gucken. Community Clans, Lesezeichen, Deutschland Ad. Der Avatar lässt sich kurz mal einladen in den Clan. Zack, da habe ich eine Einladung im Kasten. Also, danke fürs Turnier hier und bis nächstes Mal. Und jetzt bin ich hier bei den Herausforderern. Ich kann hier natürlich jetzt noch nicht gucken, weil ich hier nicht drin bin. Deswegen muss mich jetzt erst die Uschi muss mich erstmal gerade zum Ältesten machen, dass ich hier auch reingucken kann. So, wo ist der Avatar? Avatar. Ich bin noch gar nicht so hoch. Oh, die sind hier alle so hoch, sehe ich gerade. Die sind hier gerade alle so hoch. So, dann kann ich jetzt auch gucken. Ihr seht, dann wird das da unten auch gehighlightet, beziehungsweise dann kann ich hier in den aktuellen Clankrieg reinschauen. Und auch diese Woche hier sieht sehr, sehr gut aus. Aber wie gesagt, die sind hier jetzt noch im letzten Clankrieg. Liegt einfach daran, dass die auch einen Tag später gestartet haben. Die haben noch ein CK vor der Liga gemacht. So ein bisschen so die 15, die hier jetzt aktiv sind. Also um den Herrn Rops, um Chris, um Miele und so weiter. Und dementsprechend sind die jetzt noch einen Tag zurück. Aber auch ihr seht da hier unten. Oder es hat funktioniert mit Only Rathaus 13 hier in dem Clan Herausforderer. Denn der Gegner, ihr seht das hier unten gerade, hat noch 12er. So sahen wir ja auch mal aus hier in Meister 2. Und, aber ich glaube, der Aufstieg ist uns nicht mehr zu nehmen hier. Denn das letzte Match hier ist jetzt gegen den zweiten. Und so wie ich es heute Morgen gesehen habe im Discord, können die Jungs hier, glaube ich, ruhig verlieren. Sie würden trotzdem aufsteigen, auch wenn hier jetzt überall 2 Sterne rauskommen. Also ein Sterner. Man sollte hier jetzt nicht so super hoch verlieren. Und der Gegner hier hat aber auch noch kein Dreier hingelegt. Erstmal nur 2 Sterne. Dennoch habe ich mir auch hier einen Angriff gestern rausgepickt. Ich glaube, das war der von Herr Robs hier. 1 auf 1. Jawohl, den habe ich gestern schon gesehen. Und schön gemacht hier. Ein schöner Sui. Lalo ist, glaube ich, im Moment, ich will jetzt nicht sagen, so die Königsdisziplin hier unter den Angriffsarten, aber es ist natürlich schön anzusehen, wie man so eine Base hier Stück für Stück zerlegt und erstmal hier mit dem Beben hier reinkommt und Blitzzauber, Clanbook ist jetzt schon mal weg. Er hat die Sneakies, also keine Mauerbrecher am Start, beziehungsweise hat die normalen Mauerbrecher, viele fluchen auch, die jetzt nach der Liga diese normalen Mauerbrecher wieder nutzen müssen. Ja, Leute, die gibt es immer noch und die muss man spielen können, in der Tat. Das ist gar nicht mal so einfach, also der ein oder andere tut sich da schon ein bisschen schwer. Ich hatte jetzt erst gedacht, dass ihm die Queen da so ein bisschen doch runterläuft, aber die geht jetzt doch Richtung zum King wieder mit rein, hat er also perfekt gesetzt, den Babydrachen, dass der da den Funnel mit weiter bereitet oder vorbereitet. Und hier kommt ein Hunter noch mit dazu, zu dem King, denn der springt erstmal jetzt hinter, oder der springt jetzt erstmal
über die Mauer rüber. Sonst hätte jetzt sein King durch die Mauer gehen müssen. Aber der King hat hier noch alles gegeben. Jetzt kommt der Hunter noch mit dazu. Der Royal Champion. Der Royal Champion noch mit dazu. Der Scattershot soll sicherlich fallen, denn der macht zu Anfang massiv Schaden und okay, die Feger fegen. Ja, die Feger fegen. Und ich hatte erst gedacht, als ich den Angriff so gesehen hat, wie hat er den eigentlich noch geschafft? Gerade gegen die Feger und dann auch gegen das zweite Streukatapult. Jetzt fliegen die Ballons. Vielleicht war es auch Absicht, kann auch sein, dass ihm die Feger da so ein bisschen zugespielt haben, denn alles ist erstmal außenrum. Er hat noch einen Eil, hat noch einen Frostzauber und hat noch, ein Eil, ein Frost. Der Eil kommt jetzt und alles um den Scattershot rum, also alles ums Streukatapult hier rum. Und jetzt kommt der Fries und die Truppen gehen immer noch nicht aufs Katapult, okay. Also irgendwann gehen sie dann aufs Katapult, ja. Aber dennoch, ich glaube, das war auch schon, ich weiß gar nicht, war es leicht angehittet? Kann sein, dass es ganz leicht angehittet war. Also der Ausgang hier war denkbar knapp, denn es werden immer weniger Loons hier. Aber Glück gehabt, denn der Warden hat noch so die letzten Schüsse hier aufgenommen. Und so werden das hier super 3 Sterne mit der doch sehr, sehr coolen Taktik Suilalo, also Only Helden mit ein bisschen Beipack, obwohl er hatte, glaube ich, wirklich nur die Helden genommen und ein Babydrachen, glaube ich, das reichte zum Funnel, 3 Sneakies dabei. So kommt man dann in die Base rein mit normalen Mauerbrechern. Schön gemacht hier von Herrn Robs auf die Nummer 1 und alle anderen haben natürlich auch alle ganz, ganz toll angegriffen. Ich wollte lediglich erstmal ein Liga-Fazit ziehen und dementsprechend ist das Ganze hier noch nicht gelaufen, aber es gibt natürlich schon ein paar mehr Medaillen als im Clan DE-Ad. Ihr seht das hier, wenn wir hier Erster werden, 346. Und ja, das nächste Mal wird es nicht einfacher, sondern es wird dann natürlich eher schwerer. Aber das war jetzt schon mal so ein bisschen so die kleine Probe hier. Mit Only Rathaus 13 ist uns jetzt der Aufstieg, denke ich mal, nicht mehr zu nehmen. Die ganzen Monate vorher hatten wir ja unten immer noch ein paar Zwölfer. Und damit war es knapp. Wir waren ja auch, glaube ich, zweimal Zweiter. Und haben es immer nur an so ein paar Sternen, ist es immer nur gescheitert. Aber diesmal hier sehr, sehr dominant. Und Glückwunsch hier auch schon mal an den Clan Herausforderer. Habe ich jemanden vergessen? Ja, ich habe den Donnerbengel vergessen. Donnerbengel. So, wo ist er? Ich muss jetzt mal gerade gucken. Der Donnerbengel ist, glaube ich, auch in irgendeinem Clan. Kopflose Nonnen, Thorsten, Spätzle mit Soße. Wo die Spätzle gelandet sind, weiß ich gar nicht. Muss ich mal gerade gucken. Sieht man gar nicht. Schade. Sieht man jetzt gar nicht. Ach doch, View Clan. Ach doch, wir haben unser Warlock. Müssen wir im Moment aufhaben wegen Liga und War League. Zweiter Platz. Okay, Champion 2. Ärgerlich. Sehr ärgerlich, die September Season. Fast wieder aufgestiegen, aber ist ja noch alles drin und beziehungsweise in den nächsten Monaten dann in der Liga. Und eigentlich hatte ich noch einen vergessen. Ich muss mal eben gucken. Nämlich den Hollywood Junior, glaube ich. So heißt der Clan, oder? Leerzeichen. JR. Ich muss mal eben gucken. FC Hollywood Junior. Ach, der Hollywood Junior Clan, ihr seht schon an der 10, ist endlich Clan Level 10. Denn nach dem letzten, ich meine, die sind nahenlos abgestiegen, gar keine Frage. Mit Siebter geworden, weil wirklich etliche nicht angegriffen haben. Ich habe euch das in der Woche erspart, das zu zeigen, denn es hat mich unheimlich aufgeregt, innerlich, dass dort eine 30er gestartet wurde und von den 30 haben, ich glaube, am letzten Kampftag doch mal 20 angegriffen. Aber wenn dir immer so viele Angriffe fehlen, dann schaffst du einfach auch eine Liga nicht, die da heißt Kristall 2, also nächster Anlauf im nächsten Monat, aber immerhin ist der Clan Level 10 geworden. Glückwunsch, endlich die netten, besseren Spenden und man sieht ja jetzt nicht den Stand hier, aber wir standen die ganze Woche auf oder den ganzen letzten Spieltag auf 7500 Punkte und uns fehlte nur ein einziger EP, dass der Clan Level 10 hier reinkommt und jetzt ist er da. Also perfekt. Dann hole ich mal alle nach Hause und bediene, glaube ich, jetzt erstmal Herr Robs. Oh, ich habe gar nichts. Okay, ich habe gar nichts. Wieso habe ich eigentlich nichts? Ich habe ja mal gar nichts. Okay, aber doch ein paar von denen habe ich.
Und dann nehmen wir den Drachen mal da und zwei davon. Perfekt. So, dann kann ich hier eben mal nachbauen. Und warum habe ich eigentlich nichts? Ich habe nichts gequicktrained. Ach, das leidige Thema. Okay, das leidige Thema wird ein Thema eines anderen Videos. Aber erstmal musste ich noch auf etwas verweisen. Ich weiß gar nicht, ob es noch im deutschen Clan drin steht. Ihr bleibt bitte am Ball bei uns YouTubern und Twitch-Streamern, denn ich gucke mal, ob es hier noch drin steht. Das Ereignis steht hier leider nicht mehr drin. Okay, steht hier leider nicht mehr drin. Es gab einen kurzen Hinweis auf das Turnier von Noobs, das heute Abend startet. Ab 18 Uhr, glaube ich, geht's los. Ich muss jetzt auch mal in die Pläne reinschauen und die verschiedenen Streamer, also Julius, Perry, Itzo, Noobs selber, Yves Kalle, wir streamen ein recht großes Turnier, Rathaus Level 9 bis Rathaus Level 13 in verschiedenen Gruppen. Ich bin dort beim Clan Spätzle Mix eingeteilt und ja, das Ganze geht dann bis Sonntag, endet dann auch, glaube ich, am Sonntagabend. Da habe ich dann für euch wahrscheinlich nochmal MLCW, ein bisschen später, geht dann auch bis Mitternacht. Und aber erstmal ein paar harte Streamtage, bleibt also am Ball. Und dann sehen wir uns in jedem Fall wieder. Ich hoffe, das Ganze hat euch ganz gut gefallen, auch wenn wir ein kleines Fazit hier gemacht haben. Aber Alarm ist ja jetzt wieder aus. Also kein Alarm im Dorf. Alles gut, Leute. Ich wünsche euch eine angenehme Restwoche. Ist ja schon fast Wochenende. Bis dahin, euer Toto. Bleibt schön.